So, ich muss jetzt hier. Vertraut dem DUP. Der geht doch da rein, hier. Hallo! So, wo ist denn diese Drohne? Ach, die fliegt gerade vor mir weg. So. Da vorne ist noch eine Drohne. Das ist aber sehr ungünstig mit dem Gras hier. Verdammt. Äußerst ungünstig. Da ich das Gras vorm Gesicht rumhängen. Gibt's doch gar nicht. Wie gehen wir da runter? Lecker. Mann, diese Spitzen. Ja. Boah, das ist. Das stört mich wirklich. Das hätte man nicht so machen müssen. Ach, das ist jetzt eine Soßenscherbe. Na, Karl-Heinz. Verdammt. Ah, ist ja da durchgeglitscht. Sehr gut. Diese Fähigkeit hat er so auch. Hallo? Muss ich halt erstmal anschießen hier? Toll. So, nächste. Oh, das So hat mich noch nicht verlassen. So, so, so. Wissen Sie noch was Neues? So, so, so. Dann kriegen Sie das jetzt hier. So, so, so. Ich esse so gerne einen Topf. So, so, so. Linsen und sowieso. Alles kaputt. So, das. Gestern ist mir übrigens was aufgefallen. Ich gucke im Moment Star Trek TOS, also sehr Original Series. Das Serie oder so. Mal auch gleich hier. Da ist mir aufgefallen, ich habe auch hier eine Blu-ray-Staffel von Enterprise, Star Trek Enterprise. Da ist mir aufgefallen, dass die Bildqualität von der Blu-ray Star Trek Enterprise, also die aktuellste Serie, die den abgesägt haben nach vier Staffeln. Ich finde die Serie eigentlich nicht schlecht. Ich habe die ganz gern geguckt. Die Bildqualität von der Blu-ray ist schlechter wie von der remasterten Version von Star Trek Enterprise. Das hat mich wirklich überrascht. Das ist wirklich. Man sieht es richtig. Von der Bildqualität her. Da habe ich letztens eine meiner Lieblingsfolgen wieder geguckt. Diesen Tribbles. Weil ich auch die Folge geguckt hatte. Das müsste wieder so eine Drohne durch den Park sein. Aber wo ist die denn? Man ist aber sehr viel Zufallsbeschiss, was ich hier mache. Geh hoch da. Meine, ich schieß mal 20 Mal drauf. Einmal werde ich schon treffen. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Dass die Bildqualität von Stun. Aber ich glaube, ich habe irgendwo auch mal gelesen. Warum ist das hier so? Da ist auch blau am Leuchten. Warum kann ich das nicht kennzeichnen? Doch, kann ich. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Star Trek, das ist ja nur Enterprise, dass die Originalserie in HD aufgenommen worden ist. Das fand ich ganz interessant. Und bei den neuen Serien ist das wohl nicht immer der Fall, dass die mit HD-Kameras da aufnehmen. Was mich ohnehin wundern würde.
Also ich war sehr enttäuscht. Ach, das hier wieder. Bioterrorismus. Wir labern alles nach, was alle uns erzählen. Wir labern alles nach, was andere uns erzählen. Ups. Ach, da bin ich doch hergekommen. Warum ist das immer noch beleuchtet? Oder da sind zwei Scherben reingekommen. Da oben irgendwo. Merkwürdig. Ja, dann hier lang. Okay, wo sind denn hier die Scherben? Nicht blind? Oder sind das Kameras? Das auch nichts. Ich frage mich, wie die Leute da hochgekommen sind. Die müssen halt auch irgendwie hochgekommen sein. Na, ich kann da wenigstens. Hallo. Meine, wie gut, dass er die Fähigkeit hat, sich durch Gegenstände nach oben zu glitschen. Die ist fantastisch, die Fähigkeit. Aber warum sind da die beiden Hände? Das ist das, was ich momentan nicht so ganz kapiere. Ach, das heißt wahrscheinlich nur, das ist nur eine Kennzeichnung für diesen Punkt. Mich hat das ein bisschen irritiert, weil da so. Ach, das ist das. Yep, immer noch Conduit. Ach so. Deswegen, ich kann das hier auch Energie rausholen. Nützlich. Das hätte mich ein bisschen irritiert, dass da diese beiden blauen Leuchtpunkte drauf waren. Ja, von hier bin ich ja gekommen. Sagt mir die Karte. Eine Kamera habe ich noch, die mache ich noch, schalte ich noch aus für heute und dann beende ich das erstmal für heute. Schön, dass sie so schön orange leuchten. Das ist über mir. Das ist nicht egal. Ich will erstmal zur Kamera. Versteckte Kamera. Was zum? Vergessen wir den Typen. Ach, das. Was hat das eigentlich nochmal mit dieser Note zu tun? Heißt das nur, dass ein Musiker da der Rummusik spielt? Ja, vor den Action hier, guck mal. Oh, ich spiel mir einen ab hier. Oh, unterbrich mich doch nicht. War das so? Oh, doch, kann man hier die Gitarre zerstören? Musik machen, wenn der Thomas hier vorbeiläuft, ist total verboten. Jetzt komm schon da durch diese Röhre durch. Ja, Baby! Ich will doch nur wissen, wo die Kameras sind. Was soll eigentlich diese scheiß Musik dabei? Die Actionmäßigkeit dieser Musik ist begrenzt durch dieses Headset. Was mich auch ein bisschen irritiert hier. Ist das die Markierung sich schon? Ach, warte mal, da ist doch hier. Ach, stimmt, man sieht die Kameras hier auch.
dadurch, durch diese, scheinen sind das sehr lichtintensive Kameras, die hier benötigt werden. 45%. Ist das jetzt so ein Standfahrzeug da? Obwohl, das ist so ein Fahrzeug, was nochmal fährt. Also ich dachte, das wäre wieder so ein Scherbenfahrzeug. So, ich kann ja mal der Karte nachschauen. Genau da, wo ich bin, leuchtet doch... Ach, da, genau da, wo ich bin, hier, leuchtet auf jeden Fall was. So, was ist denn da? Ist schon wieder was. Ach, das ist wieder so ein Teil. Ach, da kann er auch durch. Kernrelays finden. Das mache ich aber heute nicht mehr. Das ist das, was wir schon gesehen haben. Die Karte noch mal kurz. Ja, ist hier dieses Kernrelay, muss ich finden. Bisher habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich kann das mal markieren. Im Moment ist das übrigens noch das gleiche Gebiet wie bei First Light. Ich glaube, von daher ist es vielleicht sogar die bessere Reihenfolge, erst First Light zu spielen und dann das hier. Ich muss doch ganz in der Nähe sein hier. Warnung vor den Kameras. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich stehe doch mitten drin hier. Merkwürdig. Oder hat das eine andere Bedeutung, dass wieder sowas hier? Hey Reggie, die Kernrelais auf dem Weg hierher müssen durch die Zerstörung aufgebrochen sein. Das hier ist ziemlich gut versiegelt. Ich glaube nicht, dass das die UP dir die Schlüssel gibt, also wirst du sie wohl aufbrechen müssen. Zum Glück kenne ich inzwischen ein paar coole neue Brechertricks. Give me more power. Was krieg ich denn jetzt? Ach, so ein Faust in den Bodenschlag hier. Okay. Ja, jetzt guckt er wieder seine Flammenärmchen an. Ja. Drücken Sie in der Luft Quadrat. Nicht schlecht, was? Wollt ihr es nochmal sehen? Oh, die anderen kann man nicht mehr retten. So, ich gucke nochmal hier drauf. Ja, sind jetzt diese Kernrelays. Ich habe jetzt für diese Videosequenz, Video-Session oder wie auch immer man das nennen will, dieses Quadrat freigemacht. Da macht man nach und nach die ganzen Segmente, befreit man dann. Und später kann man dann auch hier hin. Ach, sind auch diese Radar-Dinger, muss man auch noch kaputt machen. Ich verabschiede mich mal für heute. Mache erstmal die ganzen Uploads hier. Und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.